fucking aku la 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 la. Moin Leute, hier zurück bei Destiny mit dem Surtag. Leider habe ich das ein bisschen verpasst. Ich dachte erst um 11 kommt der, aber nein, durch die Zeitumstellung kommt natürlich um 10 Uhr. Aber er ist hier im Riff und wir gehen direkt hin und schauen, was er dabei hat. Ich hoffe mal schöne Sachen. Und sonst geht immer 3 der Münzen. So, was hat er denn dabei? Hüter. Ja, exotische Ausrüstung. Einmal hier ein Femix Engramm für 31 seltsame Münzen. Ja, kaufe ich nicht mehr. Wie man die vorigen Videos von mir gesehen hat, vielleicht eventuell. Da kommt nichts Gutes bei raus. Dann haben wir hier Dämmerungbruch Garnison Brustschutz für den Titan mit Disziplin und Stärke mit folgenden Perks. Drücke in der Luft zweimal Kreis, um auszuweichen. Dann erhöhte Erholung für 5 Sekunden nach einem erlittenen Solar-Explosionsschaden. Und dann du kannst mehr Munition für Spezialwaffen tragen. Hier haben wir Frost EE5, Beinschutz für den Jäger, Intellekt und Disziplin. Mit den folgenden Perks: Während des Sprintens ist dein Wenderadius kleiner und Granate sowie Nahkampf werden schneller aufgeladen. Dann erhöht die Menge an Pistolenmunition, die du tragen kannst, und erhöhte Agilität für 5 Sekunden nach einem leeren Doppelkill. Also gutes Ding, wenn man halt Nahkampf geht oder Shotgun nutzt oder auch mit der Unbefugten spielt. Dann hier Apotheose Schleier für den Warlock. Helm mit nur Intellekt, dann mit den folgenden Perks sofort die Regeneration von Gesundheit, Nahkampf und Granaten beim Aktivieren deiner Super. Und bei Granatentreffern erhältst du Bonus-Super-Energie und zuletzt hier deine Gesundheit wird wiederhergestellt, wenn du eine Sphäre aufhebst. Und hier als Waffe haben wir heute Monte Carlo, gut für PvP, schönes Automatikgewehr. Ja, mit den folgenden Perks: Schaden, den diese Waffe verursacht, reduziert deine Nahkampf-Abklingzeit und es besteht die Chance, deine Nahkampf-Attacke bei jedem Kill komplett aufzuladen. Dann noch, diese Waffe hat zusätzliche Präzision beim Feuern aus der Hüfte. An sich okay, wie gesagt, wenn was fehlt, auf jeden Fall mitnehmen. Die Schuhe, ja, nehme ich auch, glaube ich, noch mit. Das, obwohl, die habe ich schon im, Tableau. Ne, den brauche ich gar nicht mehr, habe ich schon gekriegt durch ein exotisches Engramm. Hier haben wir noch die Waffenornamente, haben wir einmal Prototyp-Waffenornamente. Lege dieses Waffenornament an, um das Aussehen von Wahrheit zu ändern. Zerlege für 5 Silberstaubteilchen und dann hier noch die Wölfe erinnern sich. Lege dieses Waffenornament an, um das Aussehen von des Wäuflings Geheul zu ändern. Zerlege für 5 Silberstaubteilchen. Ja, mache ich eh nicht. Hatte nur was mit dem Design zu tun, brauche ich nicht. So, Raritäten, Plasmaantrieb, dann Smaragdspule. Hier noch schwere Munitionssynthese, wenn die fehlt, natürlich immer mitnehmen. Eine Münze ist sehr günstig für 3 Synthesen, finde ich zumindest. Dann hier 3 Münzen auf jeden Fall immer mitnehmen und immer einsetzen. Jetzt zum Beispiel im Eisenbanner immer schon exotische Engramme rausholen. Und dann hier Glasnadeln. Ja, brauche ich nicht, mache ich nicht, meistens und Material tauscht mal auch keiner mehr. Also 3 Münzen gehen immer und sonst das, was fehlt. Ja, das war so heute am, wie ist heute überhaupt? 11.11. glaube ich, ja genau. Und Schnappzahl 11.11, 11.11, ja irgendwie so, war was mit Karneval, irgendwie so. Naja, ist ja auch nicht so wichtig. Danke fürs Zuhören, Zuschauen, lasst ein Like, Abo, Kommentar da, bis zum nächsten Mal, tschüss.